Ja, Freunde, ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht es gut. Im heutigen Video werden wir ein Thema ansprechen, das mit meinem Kanal sehr eng verknüpft ist. Und zwar werde ich heute euch meine Methoden vorstellen, mit denen ich quasi beim Shopping Geld spare. Ich weiß, Freunde, Shoppen und Geld sparen sind eigentlich zwei Gegensätze. Und auch bevor wir jetzt hier irgendwie der nächste Moralapostel in die Kommentare schreibt, yo, am meisten Geld spart man, wenn man gar nichts kauft, das ist mir schon klar so. Aber die meisten von euch, die hier den Kanal anschauen, die werden wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal dann den Knacks bekommen und in die Kaufsucht verfallen und dann kann man da auch nicht mehr mit solchen Argumenten irgendwas reißen. Deswegen heute meine Methoden, wie ich es quasi schaffe, relativ wenig Geld, es ist natürlich immer noch zu viel Geld, aber für eben Klamotten auszugeben und trotzdem mehr oder weniger eben einzigartigen und uniken eigenen Style eben zu haben. Wie gesagt, falls ihr euch interessiert für meine Outfits, folgt mir gerne auf Instagram, da kriegt ihr immer die neuesten Outfits und kurzer Disclaimer, hätte ich fast vergessen. Falls ihr Bock habt, beim Outfit Battle dabei zu sein, das findet wahrscheinlich entweder nächste oder übernächste Woche statt, dann markiert mich auf jeden Fall auf euren Instagram-Bildern, also entweder mich als Person oder schreibt in die Kommentare Hashtag SBSTNFit. Wie gesagt, auf Instagram heiße ich SBSTN-Fit. Ihr könnt mir die Bilder auch sonst per PN schicken oder so, je nachdem, falls ihr die nicht Bock habt, auf Instagram hochzuladen oder so. Aber ja, Freunde, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein mit meinen Methoden und ich habe ja auf der 1 eine Sache stehen, die jeder wahrscheinlich auch mit meinem Kanal verbindet und zwar ist es das Vintage-Shopping. Ich muss sagen, ich würde gerne mal wieder Vintage-Shoppen gehen, das ist jetzt echt schon lange her, dass ich das letzte Mal in einem Vintage-Laden war. Zurzeit natürlich schwierig, weil die Läden, glaube ich, jetzt zu sind, beziehungsweise wenn, dann geht das nur mit irgendwie Terminen und so weiter und da habe ich keinen Bock dann, das zu filmen, Freunde, ich denke, es ist auch mal verständlich. Aber ja, Vintage-Shopping ist eine Sache, die ich sehr, sehr häufig mache und auch wirklich sehr, sehr viele Klamotten dort kaufe. Ich denke mal, Vintage-Shoppen ist jetzt für die meisten von euch nichts Neues so. Die meisten von euch waren wahrscheinlich auch schon mal Vintage-Shoppen. Aber eine Sache, die, ich sage jetzt mal, viele in Anführungszeichen falsch machen, ist einfach, dass sie in diese großen Vintage, ich sage schon fast Reseller-Läden reingehen, die auch wirklich cool sind, weil sie coole Klamotten haben und so weiter. Aber falls ihr wirkliche Steals machen wollt, dann müsst ihr wirklich, und da ist so eine Faustregel, je ramschiger und je kleiner der Shop von außen aussieht, desto besser sind die Klamotten, die man darin finden kann. Also ihr müsst so ein bisschen, und die gibt es wirklich fast in jeder etwas größeren Stadt, so kleinere Vintage-Secondhand-Läden auschecken und dort findet ihr auch wirklich dann für wahnsinnig günstige Preise coole Sachen. Also ich habe da schon Champion-Hoodies für 5 Euro gekauft, Levi's Denims für einen 10er oder sowas, da bekommt ihr wirklich coole Sachen für echt wenig Geld und das ist so mein Tipp, wenn ihr Vintage shoppen geht. Online Vintage shoppen geht natürlich auch, da ich denke mal benutzen wahrscheinlich die meisten von euch auch entweder Grailed, Vinted oder keine Ahnung, Depop, Kleiderkreisel, irgend sowas. Von den Methoden, die gehen auch wirklich gut, aber wenn man wirklich im Store ist, dann ist das Ganze nochmal entspannter und da kann man auch noch bessere Steals machen als auf jeden Fall online. Und dann kommen wir auch direkt hier zu Punkt 2 und das ist generell diese Plattformen Vinted, eBay Kleinanzeigen, Kleiderkreisel, gut. Das ist jetzt Vinted, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, quasi die Plattformen, in denen man als Privatperson auch Sachen verkaufen kann und ich empfehle euch wirklich, diese Plattform zu nutzen. Also ich habe da schon geisteskranke Steals gemacht. Meine neueste Errungenschaft, auf die ich sehr, sehr stolz bin, ist dieser gute Treter hier, der Adidas Samba im OG Colorway, den ich auf Kleinanzeigen für 40 Euro gekauft habe und der eben komplett neu war. Ich hatte den jetzt schon zweimal an, aber der wirklich komplett neu, 10 von 10 Condition. Und ich habe für den eben nur 40 Euro gezahlt. Online hätte ich den in meiner Größe, glaube ich, nur so für 70 Euro bekommen. Ja, habe ich also 30 Euro gespart. Das ist fast die Hälfte von dem Schuh. Und ich sage es euch, wie es ist. Damit kann man wirklich gut Geld sparen. Und es ist halt wirklich so, ihr bekommt dieselben Sachen halt einfach günstiger, wenn ihr die bei Privatpersonen kauft. Falls ihr da eben nicht genau wisst, wie man das macht, das ist eigentlich wirklich easy. So, ihr könnt ja bei eBay Kleinanzeigen oder Vinted einfach Sachen suchen. Dann habt ihr die bei euch da im Verlauf. Und dann schaut ihr einfach einmal pro Tag nach, ob da was Neues reingekommen ist. Man kann sich da auch wahrscheinlich so einen Alarm stellen oder irgend sowas. Und dann guckt ihr, ob da noch was Neues rausgekommen ist oder ein neuer Artikel eben eingestellt wurde. Und meistens so nach 1 bis 2 Wochen ist auf jeden Fall dann, wenn es jetzt kein Undercover-Piece ist oder sowas, euer Schuh, euer Kleidungsstück auf jeden Fall dabei. Und dann könnt ihr es auch kaufen. Und ich sag mal so, ihr spart da wirklich Geld mit. Und es ist halt wirklich easy, easy money. So, Freunde, und der nächste Tipp ist wirklich ein Tipp, den ich von Kopf bis Fuß verkörpere. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn
ich muss sagen, dass ich wirklich einen Großteil von meiner Klamotten ich sage jetzt mal, meinen Verwandten beziehe. Also zum Beispiel die Schuhe, die ich hier anhabe, das sind die Birkenstocks von meinem Dad. Die Hose, die ich hier gerade anhabe, ist eine Anzugshose von meinem Dad. Den Pulli, den ich anhabe, ist ein Vintage Carlo Colucci Pullover von meinem Opa. Ich habe hier ein Armband, ein Perlenarmband an von meiner Mom, einen Ring von meiner Oma. Also wirklich, ich trage hier die ganze Familie mit mir mit. Und das sind wirklich, aber das ist wirklich eine Methode, mit der man ungemein Geld sparen kann. Und ich wirklich die Hälfte von meinem Kleiderschrank sind eigentlich irgendwie so zusammengeschnorte Klamotten. Klar ist es vielleicht bei euch nicht manchmal nicht so einfach. Zum Beispiel mein Opa hat wirklich eine kranke Carlo Colucci Sammlung. Ich weiß nicht, wie die zustande kam, aber da trube ich mich dann auch ganz gerne mal aus. Aber also ihr könnt mir nicht erzählen, dass so bei euren Eltern nichts Cooles im Kleiderschrank ist. Und ich glaube wirklich, dass viele Eltern sich auch freuen, wenn man da vielleicht mal ein oder andere Kleidungsstück eben dann rausnimmt. Ja, wie gesagt, man findet da wirklich coole Sachen. Ich habe da auch schon Vintage Levi's, irgendwelche Vintage Polo-Sachen gefunden oder was weiß ich. Und ihr könnt da wirklich coole Sachen finden und es ist halt wirklich, ihr bekommt die Sachen quasi for free. So besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Und wenn die Sachen dann auch ganz cool sind, ich finde wie gesagt den Pulli und die Hose und die Schuhe auch sehr, sehr wild, auch den Schmuck hier, dann habt ihr halt wirklich nice Sachen so for free bekommen. Und deswegen, ich empfehle es euch wirklich, schaut in die Kleiderschränke von euren Eltern rein, schaut in die Kleiderschränke von euren Großeltern rein. Und ich bin mir sicher, ihr werdet da was Cooles finden. Und solange eure Eltern damit fein sind und ihr dann nicht irgendwie wegen meinem Video hier den nächsten Familienkonflikt am Laufen habt, ist das eigentlich wirklich eine nice Sache. Kommen wir zum vierten Punkt und der klingt jetzt vielleicht aufs Erste ein bisschen widersprüchlich. Und zwar habe ich mir ja aufgeschrieben, mehr Geld ausgeben, um Geld zu sparen. Ich denke aber, ihr wisst, was ich damit meine. Und zwar ist das so gemeint, dass man meiner Meinung nach für Basic-Klamotten, zum Beispiel für einen schwarzen Hoodie, ein weißes T-Shirt oder sowas, gerne mal ein bisschen mehr Geld ausgeben darf. Sagen wir mal, vielleicht für ein T-Shirt 40, 45 Euro oder 30 reichen ja auch schon gut aus. Und für einen Hoodie vielleicht auch mal so, ja, 70, 80 Euro für ein Basic Hoodie, finde ich, sind natürlich hohe Preise, ist viel Geld und klingt auch nicht nach Geld sparen, aber auf lange Sicht gesehen, denn so einen schwarzen Hoodie werdet ihr immer tragen, spart ihr da auf jeden Fall Geld. Ihr müsst halt nur gucken, dass ihr da wirklich dann Produkte kauft, die eine geile Qualität haben, die vielleicht auch Fairtrade sind und sowas, dass man da ein bisschen drauf achtet und dann kann man wirklich mit diesem Geld, das man investiert, das ist dann wie eine kleine Investition, sage ich jetzt mal, über längeren Zeitraum eben was von dem Produkt haben und es ist wirklich eine nice Sache, gerade was Basic Sachen angeht, empfehle ich euch wirklich ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Wer es jetzt nicht ganz so viel oder nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, dem kann ich mal empfehlen, vielleicht auch mal ein bisschen Uniqlo auszuchecken. Meiner Meinung nach ist die Qualität da auch in Ordnung. Wie es da mit den Fairtrade und sowas aussieht, habe ich keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe einige Uniqlo T-Shirts und Hosen, bei denen ist die Qualität auf jeden Fall on point. Wie gesagt, für mich ist es auf jeden Fall eine Sache, ich gebe gerne ein bisschen mehr Geld aus für Basic-Sachen auch, weil ich dann einfach auch eben länger was von denen habe und für mich ist es auf jeden Fall dann auch wert und ich glaube auch, wenn man das Ganze aus rein marktwirtschaftlicher Sicht betrachtet, hat man mit so einem etwas teureren Produkt dann auf jeden Fall auf die lange Sicht auch mehr. Kommen wir jetzt zum letzten Tipp und das ist wirklich auch ein Tipp, den ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig gemacht oder angewandt habe. Und zwar ist das, wenn ich mir, sag ich jetzt mal, besondere Klamotten kaufe, mit besonders meine ich eben ein bisschen was Ausgefalleneres, vom Schnitt ein bisschen was Neueres, vielleicht ein, eine neue Farbe, irgendwas mit einem besonderen Design oder sowas, wo ich normalerweise quasi jetzt Designer-Klamotten kaufen würde, bin ich eben in letzter Zeit sehr, sehr häufig zu kleinen Brands, Einzelpersonen oder sowas gegangen, die Klamotten machen, bei denen ich eben gemerkt habe, jo, die haben einen Plan von dem, was sie da machen. Die haben was für die Kultur übrig und so weiter und die haben wirklich auch so eine Vision, die machen coole Klamotten einfach, dann bin ich sehr, sehr häufig auch zu kleinen Brands gegangen, zum Beispiel habe ich mir jetzt letztens eine Hose von Project One bestellt, die mir sehr gut gefallen hat, ich habe mir aber auch schon vom lieben Janis Archives, mit dem ich auch ein bisschen Kontakt hatte, auf Instagram beispielsweise, der hat macht eben auch seine Klamotten selbst, einen Pullover bestellt und so weiter und da habe ich wirklich halt für so, ja, 80 oder 50 Euro für den Hoodie, 85 Euro für die Hose, Klamotten bekommen, die meiner Meinung nach wirklich aussehen wie Designer-Klamotten von, also ich sage jetzt mal großen Designern und so kann man meiner Meinung nach auch wirklich krasse Klamotten, sage ich jetzt mal auch ausgefallene Klamotten, sich kaufen für wenig Geld und die sind trotzdem wirklich unique, so seht ihr die fast nirgends, weil kein anderer die gefühlt halt hat, sag ich jetzt mal, rein statistisch betrachtet. Und ja, so supportet man erstens kleine aufstrebende Designer, kleine aufstrebende Brands und zweitens bekommt ihr wirklich, ja, ich sag jetzt mal, innovative, einzigartige Pieces, wenn ihr da die richtigen Brands abcheckt. Und ich finde das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation. Ihr werdet auch in meinem nächsten LPU dann die ganzen Klamotten sehen. Ja, also für mich sind das so
die Methoden, mit denen ich quasi versuche, Geld zu sparen beim Geld ausgeben. Ich hoffe, ihr konntet sie ein bisschen nachvollziehen. Wenn ihr noch nice Methoden habt, die mir vielleicht noch gar nicht geläufig sind und ich kann vielleicht dann auch mit denen oder mit deren Hilfe in nächster Zeit ein bisschen Geld sparen, dann schreibt ihr auf jeden Fall in die Kommentare rein. Ansonsten, Freunde, würde ich sagen, war's im heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kann ja der eine oder andere was übernehmen. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, es würde mich wirklich interessieren, ob ihr schon persönlich Klamotten aus den Kleiderschränken von euren Eltern oder Verwandten eben mitgehen habt lassen. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare rein. Macht gerne beim Outfit Battle mit, Freunde, würde mich übel freuen. Und ja, schaut auf Instagram, auf Twitch vorbei, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, Freunde, bis dahin, Peace.